Also ist es bei dir halt immer so im Kopf. Ja. Und das heißt auch, wie gesagt, wirklich nicht, dass ich mich jetzt hässlich fühle oder so. Es ist einfach nur, dass es mich stört. Weil du zum Beispiel schöne Momente dann einfach auch mal unterbrichst vielleicht, weil du denkst, okay, ich muss mich einmal kurz wegdrehen oder so. Ne? Ich liebe an Menschen, wenn sie ein schönes Lachen haben. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als das. Und ich freue mich schon darauf, wenn die Nase weg ist, dass ich vielleicht mal auf Fotos endlich lachen kann. Mir geht es jetzt nicht nur rein um die Optik. Also nicht nur das Ästhetische, sondern der medizinische Hintergrund ist auch mit dabei. Der funktionelle Teil ist auch sehr wichtig, weil ich immer schon echt schlecht Luft bekommen habe. Vor allem im Winter merkt man das sehr stark, wenn du auch mal einen längeren Spaziergang machst, dass du halt aus dem Mund atmen musst teilweise. Ich finde halt einfach, dass die Frau Dr. Berger sehr empathisch ist und eine sehr ehrliche und offene Person ist. Und man kann ihr irgendwo blind vertrauen, weil sie halt total dafür brennt. So, dann ist das ja mal für dich. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Bis bald. Mach's gut, auch. Ne? Ciao. Ich bin Kimi, ich habe mich gerade mit Savas getroffen und er möchte sich bei uns in der Praxis die Nase operieren lassen. Und ich begleite ihn auf diesem Weg. Ja, dann geht's los. Bist du schon aufgeregt? Ja, total. Ja, echt? Ja, schon. Kann ich mir vorstellen. Wie kommt es, dass du in Frankfurt dich operieren lässt? Weil ich meine, du kommst ja aus Paderborn. Das sind ja knapp 300 Kilometer von Frankfurt entfernt. Also, wieso? Ich sag mal so, ich war auch schon hier bei einer Beratung. Und wenn du zu einem Arzt gehst und er sagt dir, ja, das könnte man machen und dies könnte man machen, dann ist es halt nicht wirklich zufriedenstellend, das Ganze für mich, ne? Also warst du bei den anderen Chirurgen verunsichert? Schon, ja. Okay, und was war der Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ja, ich lasse mich bei Frau Dr. Berger? Die Ruhe, die Frau Dr. Berger ausstrahlt, die wirkt sehr, sehr, ich sag mal, selbstbewusst. Das Team war auch sehr nett und hat mich gut empfangen. Und als dann natürlich Frau Dr. Berger zu mir kam, und allein schon die Vorstellung, die Begrüßung war wirklich sehr nett, sehr herzlich und wie gesagt sehr einladend. Und sie hat halt, wie gesagt, diese Ruhe ausgestrahlt, ne? So eine gewisse Selbstsicherheit, so nach dem Motto, ich weiß, was ich kann und genau das mache ich dir auch. Sie haben eine Beratung bei mir zum Thema Nasenkorrektur. Ganz genau. Und ich glaube, Sie denken schon eine ganze Weile drüber nach, ja? Ja, ich denke schon drüber nach, seit ich 14 bin. Habe dann auch mit 16 schon versucht, sage ich mal, einen Weg zu finden, das machen zu lassen, was natürlich viel zu früh ist. Ja, und jetzt mit 25 finde ich es an der Zeit. Ne? Ich würde es gerne so machen, Sie haben ja die Papiere ausgefüllt, dass ich Sie jetzt erstmal untersuche. Wir gehen nach nebenan und ich schaue mir mal Ihre Nase an. Okay? Ja? Gut angekommen, ja? Alles in Ordnung? Ja, aufgeregt? Noch nicht. Gut, das ist sehr gut. Was führen Sie genau bei Savas heute durch? Also einerseits entspreche ich seinen ästhetischen Wünschen. Das heißt, wir werden den Höcker entfernen, die Nasenspitze verkleinern und anheben und definieren. Zusätzlich bekommt er schlecht Luft. Das heißt, auf einer Seite der Nasenscheidewand hat er eine dicke Septumleiste, die entferne ich ihm. Und die Nasenmuscheln, die Schwellkörper, sind aufgrund der Allergien auch vergrößert. Die verkleinere ich, damit er zum Schluss nicht nur eine tolle, schöne, gerade, natürliche Nase hat, sondern auch besser Luft bekommt. Es geht jetzt los. Wir verschaffen uns jetzt im Wesentlichen erstmal Platz, indem wir den Höcker wegnehmen, damit wir an das Septum ran können und bessere Sicht haben und dann auch die Septumleiste wegnehmen können. Also als nächstes gehe ich ans Septum und dann komme ich wieder an den äußeren Nasenknochen, um den zu verkleinern und ganz zum Schluss wird immer die Spitze verfeinert. Okay. Das Ganze dauert jetzt etwa 2,5 Stunden. Hallo Savas. Hi.
Wie geht's? Gut, danke sehr. Gut, sehr gut. Ich freue mich. Heute ist der große Tag. Ja. Ich fange mal an, so ein bisschen am Pflaster hier ab. Die lösen sich sehr, sehr gut ab. Bereit? Na dann, eine Drehung und da ist die neue Nase. Ach cool. Aber was ich schon direkt merke, was sich ein bisschen komisch anhört, obwohl sie jetzt seitlich stehen, stört mich das nicht. Sonst hätte mich das gestört, wenn sie seitlich zu mir stehen. Bingo, würde. Oder? Ja, das ist schon schön. Mal gut. Und das wird ja noch kleiner, da innen auch. Also da kriegen sie auch noch mal richtig, richtig Platz. Ja? Dann auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man auf einmal wieder richtig Luft kriegt, so wie man es teilweise noch nie hatte. Sind Sie auch zufrieden mit der Nase? Wie der Patient. Ja, ist natürlich für mich auch ein toller Moment immer, weil ich das ja einerseits im OP zwar sehe, aber da schläft er ja noch. Und heute sehe ich Ergebnis plus Reaktion von ihm, was also immer die größte Belohnung ist für, ja, für die Kreativität und das Vertrauen, was er mir auch gegeben hat, finde ich ganz, ganz toll. Mach's gut. Danke Bis dir. Bald, ja? Ciao. Ciao. Hi Sabas, na, wie geht's dir? Hi Kimi, mir geht's richtig gut und wie geht's dir? Ja, auch, danke schön. Und wie ist es mit deiner Nase? Wie sieht's aus? Ah ja, die ist super abgeschwollen. Ich finde richtig wohl mittlerweile. Und ich bin mir auch sicher, dass ich jetzt auf der Bühne insgesamt viel besser glänzen werde. Auf der Bühne? Spielst du Theater? Das hast du mir gar nicht erzählt. Ich kann dich ja sehr gerne mal mitnehmen, wenn du magst. Und zwar nächste Woche Samstag wäre ich in Köln. Ja, Sabas, damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Natürlich jetzt auch dünner geschminkt, ne? Das macht man als Drag noch mal ein bisschen extra. Ich zum Beispiel bin eher so die Fraktion weiblich, also ich möchte, dass das echt wirkt, dass es eine Illusion ist. Deshalb ist es auch gut, dass die Nase jetzt halt dann auch ein bisschen weniger maskulin wirkt in dem Moment. Meine Familie und Freunde sind super begeistert von dem Ergebnis, sie finden es alle sehr natürlich. Viele sagen auch, die Nase wirkt, als sei sie immer schon so in meinem Gesicht gewesen. Ich bin unglaublich glücklich mit dem Ergebnis und da hat Frau Dr. Berger wirklich einen super Job gemacht.